aufpassen. Als du Bermuda verabschiedet hast, dass du dich zu kochen luf, habe ich damit gerechnet, dass du irgendwas Nützliches machen wirst in der Zwischenzeit. Zum Beispiel die Fässer harponieren, die an denen wir gerade vorbeigefahren sind. Aber die Molina will schenken. Hallo? Oh, du Bitch. Hey, hallo? Oh, du Bitch. Da ist ein Schiffswrack voraus. Vielleicht möchte jemand abspringen und schauen, ob da irgendwas zu essen drin ist. Bermo hat meine Schlange vor meinen Augen gegessen. Die verkohlte oder eine gute? Eine gute. Ah. Das war Geld! 25, ich geh dann im Schiffswrack gucken. Alles klar. Ah, die Insel ist wieder wütend. Luft, du möchtest nicht neben mir stehen, wenn Bermo gleich das Schiff verlässt. Ja, gut. Wenn sie das versagen? Ja. Ambitioniert, aber nein. Okay, wir sind schon südlich. Nein, 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 Festung. Festung, wir haben nichts mit dir zu tun. Luft, schau irgendwie, ob du irgendwo Felsen siehst. Vor uns müsste gleich, es müsste irgendwo nördlich von uns gleich Felsen auftauchen. Vor uns ist gerade Westen, das bedeutet, wir fahren... Da ist ein Felsen. Im Norden. Also im Nordwesten. Gut, dann check ab, ob der Felsen sich nordörtlich von Mermaid's Hideaway befindet. Mittels seiner kartografischen Orientierungsfähigkeiten. Nordwesten. Nordöstlich. Das war Westen. Nordosten. Nordöstlich von Mermaid's Hideaway. Nordwesten war das doch. Also ja, also wenn wir weiterfahren, dann... Nicht von uns, sondern von Mermaid's Hideaway aus. Ah. Von der Insel. Ja. Ja, denke schon. Ja. Von der Insel, bei der ich gerade eine Schulpe sehe. Alles klar. Ich denke schon. Coconut nut is a giant nut. If you eat also, too much, you get really fat. Da sind die Felsen und... Eisen. Ja. Moment. Dialektenping von 300. Okay, hier sind den Felsen. Guck mal. Oh, er hat einen Lolli mitgebracht. Ja. Was für eine Musik, die ich höre? Das ist Maggie. Ach. Verpiss dich! Wir wollen gerade nicht mit dir spielen. Stopp. Ja. Segel wenden. Hier, Luft. Ich fühle mich so allein gelassen. Grüß das, Maggie. Segel, wenn keiner reagiert. Kannst vorne einziehen, Luf. Geht klar. Oh gut, hinten auf halb. Wir wollen ja den Felsen nicht so knutschen wie jemand gewisses anderes. Meinst du wie du? Nein, ich meine wie irgendjemand, der ein Bilderbuch gemalt hat, Luf. Kannst du sehen, welcher Navigationsfehler da unterlaufen ist? Ich glaube, sie hat das Bild ein bisschen zu... Ja. Das steht, glaube ich, einfach nur geradeaus. Das ist der Felsen, oder? Ja. Ja, natürlich ist das der Felsen. Weißt du, was ich im Schiff gefunden habe? Was denn? Einen olivgrünen Trophäenflosser. Ja! Nee, Trophäen-Plenty-Flosser. Plenty-Flosser, oh! Wonach suchen wir hier? Ein Schiffswrack oder irgendwas. Irgendwas, was glänzt. Guck mal, wie gut der aussieht. Boah! Warte, ich will sehen. Gut, er ist nicht mehr olivgrün. Er ist eher so rostbraun, aber... Oh, wie ein Delfin!
Ich warte nur auf den Moment, wo Delfine ins Spiel kommen und wir die harponieren dürfen. Japan! Nein. Hey Luft, das war zu hoch. Hey Luft, das war zu hoch. Hey Luft, das war zu hoch. Hey Luft, das war zu niedrig. Luft, das war immer noch zu niedrig. Fuck you. Es geht nach dem Schiffsfrack. Genau, geht mal nach dem Schiffsfrack suchen. Was kannst du? Ja. Aber ja, das war die Insel. Die Felsen, meine ich. Ich glaube, auf den Felsen gab es sogar einen Thron. Okay. Ach komm schon, Felsen. Es ist ein Mikrozentimeter, nicht wahr? Ah. Sag Mist, bin ich fast so schon was gefunden. Hallo. Ja. Eisen hat getroffen. Okay, kein Fass. Ich hab einen riesigen Felsen getroffen. Der größer als das ganze Schiff, aber... Die Reichweite ist, worauf es ankommt. Ist okay. Ich bin okay. So. Ich bin okay. Hat der Felsen gerade irgendwas? Direkt nördlich. Es ist der Felsen, der sieht genauso aus. Oder wenn man relativ tief reinlässt, taucht. Ja, das ist der Felsen. Ich sehe bisher noch kein Schiffswrack, sonst bin ich natürlich von der falschen Rüstung her angeschwommen. Ach, diese Musik unter Wasser. Du meinst diese Stille? Nein, ich habe hier Musik. Oh, okay. Nee, Jungfrau, man, das braucht es nicht. Schwein, du schwimmst nicht. Hör auf, in der Luft zu schwimmen, du nutzloses Ding. Okay, wartet. Ja, aber ich habe ein kleines Detail bemerkt, dass es uns in Gang war. Dass wir bei der Insel... okay, ich schwimme unter dem Feld. Wir müssen nach Mermaid's Hideaway. Ja, bei dieser Insel, wo wir rübersampen müssen für die Truhe. Genau. Okay. Da ist mir gleich die Kiste entgangen, die da oben drauf war. Ich habe doch erwähnt, dass da eine Kiste steht. Hast du... Luf, wenn du das Gefühl hast, dass sowas ignoriert wird, sag es. Du ignorierst uns immer. Nein. Oh, wow. Das hätte ich dann wortwörtlich nicht gehört. Okay. Ja, sagen vielleicht wir doch. Vielleicht hab's auch nur in meinem Kopf ausgesprochen. Kann auch sein. Ignorieren, wenn ich's wäre, wenn ich sie zur Kenntnis nehmen würde und bewusst ignorieren würde. Vielleicht hab's auch nur in meinem Kopf ausgesprochen, wer weiß das schon. Wäre auch möglich. In ihrem Gehirn so, da ist eine Kiste. Da sollte ich den anderen Bescheid geben. Ich glaube, das haben wir darüber gesagt. Ja, nein, Banane. Ich weiß nicht, dass Piggy dann genau angefangen zu schreien. Auch möglich. Oder Maggie ist aufgetaucht oder sonst irgendwas willkürlich ablenkendes passiert. Ich hab wieder einen fetten Arsch im Gesicht. So, Luft, du kannst zurück zum Schiff kommen. Ja. Wenn du einen Hai ermorden kannst, dann wäre es natürlich auch sehr angenehm. Nein, der Hai hat mich auch ermordet. Auch gut, dann segeln wir los. Ja, toll, wir haben Gegenwind. Egal. Natürlich haben wir Gegenwind. From the coconut family. Ja. There are so many uses of the coconut tree. You can build a bigger house for the family.
All you need is to find the coconut man. If he cuts the tree, he gets the fruits free. Ja, da vorne sind unsere magersüchtigen Freunde. Und natürlich noch die vermaledeite Schluppe, die noch an dem Ort rum existiert. Wahrscheinlich kämpft sie gerade gegen Brixi und wir ignorieren die am besten einfach. Okay. Dennoch, Kampffertigkeit herstellen. Oh, wer da? Es ist eine Schaluppe. Und hey, Maggie ist da. Was ist das? Es ist eine Schaluppe und wir wissen nicht, was sie von uns will. Wahrscheinlich gar nichts. Möglicherweise aber doch. Und ihr wisst natürlich, wenn sie keinen Push-to-Talk können, dann werden sie versenkt. Ja, nein, zuerst kriegen sie halb abgewackelten Fisch. Als Kriegserklärung. Geht einer von uns rüber, drückt in diesen Fisch ins Gesicht hier. Und jetzt sinkt. Dann graben wir gemeinsam den Klappstuhl aus. So, Maggie ist hier ins Skatschiff. Maggie wird sich gleich verpissen. Das Skatschiff provozieren wir ausnahmsweise nicht. Und was ist, wenn die zuerst pöbeln? Allianzflagge hängt. Ja. Die haben keine, oder? Ich habe keine Ahnung, ich habe die Flagge nicht sehen können. Ich habe nur gesehen, dass sie existieren. Nein, haben sie nicht. Gut, wir nähern uns der Insel. Vorne kann eingezogen werden. Na, Heu? Wenn du eine Heu rübergeben kannst, dann ist immer gut. Wie weit sind wir? Mit V konnte übrigens schnell auf das Sprachrohr zugreifen. Hinten halb. Da brauche ich Luf. Oder Bermo, je nachdem wer zuerst da ist. Piggy schreit. Okay, einziehen. Hallo Fass. 30 Holzbretter. Das ist immer gut. So, was macht er hier so harmlos geankert? Zum Versenken bereit. Auf seinem Questtisch sehe ich gerade gar nichts. Stehen haufenweise wütende Skelette rum. Wahrscheinlich folgt er gerade dem Schleierbann und ist gerade in der Höhle drin. Oh. Oder er kämpft gegen diesen Skelettlord und ist einfach tot. Ist auch eine Option. Ich gehe mal kurz an Land und schau mal, ob ich was machen kann. Bewacht ihr das Schiff ein bisschen? Ja. Grab dich wieder ein. Aua! Ich will auch. Pass auf, der Sniper. Der ist mehr existiert. Da ist Pulver-Paul. Warum steht hier ein Pulver-Paul? Der verfolgt doch schon wieder jemanden. Warte, ich will ihn kaputt machen. Ja, bitte, Pulverfall ist hinter mir. Erledige ich ihn. Danke. Hello? Someone here? Benutzt das Rohr. Hello there. Ich check mal ganz kurz, ob die Krypta hier hinten offen ist. Der Tresor. Nein, aber hier ist eine Seefahrertruhe. Sehr schön. Bereits mal. Ich gehe kurz auf sein Schiff und check das immer kurz ab. Warte. Das ist nicht glatt. Okay.
Tümpler. Er ist Süßwasserfische am Jagen. Dann sucht er Süßwasserfische. Er hat nichts aufgelegt, er ist ein Fischer. Der will nur angeln. Dann sagen wir mal hi. Ich sehe ihn aber nicht. Ich hab in sein Fass geguckt und gesehen, dass das alles voll Tümpler ist. Also hat der Tümpler geangelt. Und offenbar kann man hier Süßwasserfische angeln. Obwohl diese Mitte hier kurioserweise mit dem Meer verbunden ist. Aber wo ist der Typ? Okay, wie kommen wir da oben auf diese... auf diesen Pöpel drauf? Deine Allianzflagge kann man von hier aus nicht setzen, leider. Nein. Allianz hat zwingen. Okay, wie gehen wir vor, damit wir da drauf kommen? Luf, kannst du mit deiner... Erstmal die Kiste einsammeln. Das war nicht so gemeint, aber von mir aus, danke. Das habe ich auch gewollt. Das ist theoretisch im Winkel drin. Nein! Kein Schaden gekriegt, aber nicht das Ziel erfüllt. Aua. Da ist der Schaden. Gibt übrigens genug Hühner, die ermordet werden möchten. Hühner, du sagst? Wir müssen, glaube ich, auf diesen Pöpel da oben. Welchen Pöpel? Der hier direkt neben uns ist. So hoch! Du weißt, dass du da einfach hinlaufen kannst? Da kann man nicht hinlaufen. Warte. Jetzt weiß ich, gehe davon aus, dass dieser Pöbel ist. Ich bin mir aber natürlich nicht sicher. Da ist auf der einen Seite nämlich mit dem Felsen verschmolzen. Die dahinter liegen. Ja. Abhängig davon, ob die das auch sind. Ich gehe davon aus, dass der das ist, oder? Wir könnten vielleicht Spider-Man versuchen. Nee, es ist definitiv der hier. Zu niedrig, ein Stückchen höher also. Das war gerade zu hoch. Egal, okay. Du meinst das Schulter hoch, Spider-Man? Ja. Okay, wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Spider-Man? Ich sehe nirgendwo eine Schaluppe. Eine Schaluppenkuh. Wir Spider-Man die Schaluppe da hoch. Das ist asozial. Machen wir es. Bermo, hieß das Segel und lichte den Anker? Sind wir jetzt wirklich so asozial? Ja, wir Spider-Man die beschissene Schaluppe da hoch. Wenn da niemand drin ist, dann... Ich glaube, die verstecken das einfach nur, weil sie Angst vor uns haben. Die würden ihr Schiff verteidigen. Ah, there you are. Bermo, you can drop the anchor. Hello. Ah, we didn't find you. We were going to Spider-Man your ship up there, but since you are there, we will not follow through with that plan. Except, of course, if you would be interested in Spider-Manning your ship on the rock. I'm just here fishing, but like... Yeah, we figured as much. You are looking for drinking water, for freshwater fishes. And we were looking for you, but we couldn't find you. Yeah, I was just down here. Ah. Would you mind if we put your ship into a position so we could fire ourselves at that rock over there? Yeah, no problem. Ah, thank you very much. No problem, mate. That's a good as long as you don't sink the ship. No. Das war ein sehr erzeugendes. Und die Sandbank schlägt zu. Bam. Okay, wir Spider-Man nicht sein Schiff da hoch. Weißt du, genau in diesem Moment muss der Spaß von der immer auftauchen. Zu hoch! Zur Kenntnis genommen. Ein Stückchen niedriger. Ich bin durch den beschissenen Baum durchgeflogen. Er muss ein Stückchen niedriger. Hey Huhn, du musst sterben. Du bist Nahrung. Dich kann man verkaufen. Wo ist das? Ich werde von einem Huhn verarscht. Natürlich so von sonst. Der guckt dann so, oh no.
dann... Also, ich glaube, hast du gesagt, dass we want to Spider-Man your ship up there. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Oh nein! Das ist unglaublich! Ping Pong! Hey, hallo Skelettschiff da drüben, wie geht's dir? Ja, denk es auch gerade. Boah, das könnte klappen. Das könnte natürlich auch klappen. Ich bin auch fast zu. Bin drüben. Ich hätte am liebsten die Schuppe hochgespidermannt. Hallo Skelettschiff! Ja, nice! Nein! Ich hab sie gefunden! Das Ganze kommt mir ein bisschen zu nah. Ach was, das rammt uns bestimmt nicht wie das von vorhin. Oh hey, da ist eine Höhle. Das sieht noch sehr nach einer Breitseite aus. Ach was, der macht nichts. Memo! Kannst du mich von der Schluppe, kannst du mich von der Schluppe aus an Bord der Schluppe abonnieren? Ich bin gerade in irgendeiner Höhle drin. Okay, Luf, kannst du mich von der Schluppe aus auf die Schluppe abonnieren? Ich will keinen Fallschaden kriegen. Von der Schluppe aus auf die Schluppe abonnieren? Ja. Ich könnte versuchen, es von hier aus zu abonnieren. Okay, wenn du die Reichweite. Ah, wenn du den Jäger machst, vielleicht. Ja. Oh, wow. Meine Maus. Na, die Reichweite ist zu gering. Meine Maus spackt unter. Da unten sitzt er auf dem Felsen. Niedriger. Zu freundlich. Und jetzt harponiere mich zur Brick rüber. Oder hol ein bisschen Essen. Wem, harponiere mich zur Brick rüber. Ich bin zu faul zum Laufen. Hui! Gut, damit haben wir Bericht des Truhe. Da gibt's noch Lohnkauf. Bisher waren ja also Tipps recht korrekt. Das kommt hier. Das setze ich einfach hinter den Schreibtisch. Ach, da steht schon was. Ich setze einfach aufs Bett. Coole Kiste. Hallo. Was soll ich noch machen? Ich gehe noch kurz mal den Typen noch kurz mal eine Allianz vorschlagen, weil er so freundlich war. Außen profitieren wir dann von den Fischen, die er verkauft. Es ist nicht viel, aber es ist etwas. Say, do you want to join into an alliance? So, we could profit from each other's fish. Yeah, go on. I'm not too sure how you do it, but I'll join it. You just raised a triangular chain flag. Ich weiß nicht, wann ein Hühnchen durch ist. Und braun genug aussieht. Endlich kann ich euch wieder hören. Ah. Ja, das konnte euch auch gerade nicht hören. Very well. There we go. Ich glaube, das Server ist gerade nur abgeschmiert. Das ist möglich, dass der Discord-Server gerade ab. Ich konnte euch beide noch hören, dann wart ihr plötzlich weg. Ja, ich musste reconnecten. Mhm. Ah. Well then, friend. See you around and good hunting. And you, mate. See you later. Der muss sich gerade so in die Hosen geschissen haben, als er plötzlich so voll aufgedeckte Brick neben ihm stand. Und zwei Leute anfangen wollten, sein Schiff zu Spider-Man. So, wir haben die Truhe. Wir müssen nur noch bei Long Cove den letzten Schlüssel abholen. In der Höhle. Genau. Wollen wir den ersten Schlüssel schon benutzen? Können wir den ersten Schlüssel schon benutzen? Nein, tut ja, es nicht. Ja, können wir. Wir benutzen beide Schlüssel gleichzeitig später. Ja, wir machen jetzt gleichzeitig, dass jede Person einen benutzt. Also,
knall halt die Truhe, die anderen meinen Blitz. Oh, das sind sie. Also Luf hält die Truhe und wir benutzen Schlüssel. Ich benutze den Schlüssel. Hey Luf, wir haben Aufnahmen an. Bei uns muss man ganz dringend sehen, wie die Truhe geöffnet wird. Siehst du die Fax, die es gäbe in meinem Gesicht? Nein, ich sehe dein Gesicht nicht mal. Deshalb, es gäbe keine Fax. La 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 la. Piggy erschreckt einfach jedes Mal, wenn die Harpune losgeht. Fester! Oh, wär noch knapp gewesen. Also, wie viel können diese Schweine fressen? Ich weiß es nicht. Wie viele Bananen haben sie noch? Waren wir nicht schon mal zwischendurch wieder bei 80 Bananen? Fahren wir? Okay, bei mir ist das Huhn gerade hier. Du leckst gerade. Eisen, du weißt doch, du versuchst was zu erklären. Ah, natürlich. Ich sagte, das Huhn ist gerade lila bei mir. Oh nein, es wird nekrotisch. Schnell, sorgt für bessere Durchblutung. Wir haben auch netten Rückenwind. Wir sind doch nicht mal eine Stunde am Aufnehmen. Ja. Wir sind ultra. Wir haben die Bücher zum verschissenen Bücher wieder vergessen. Ja. Oh. Wie kriegen wir das jedes Mal hin? Weißt du, wir haben doch gesagt, die Bücher machen wir mal separat. Genau, das haben wir gesagt. Das haben. Okay, gut, dann. Wir sagen jedes Mal, die Bücher machen wir dieses Mal und dann vergessen wir es jedes Mal. Und sagen anschließend, wir haben von vornherein gesagt, die Bücher machen wir separat. Guter Plan. Genau. Denkst du? Nein. Ich habe die Fässer nicht erwischt. Oh, no. Ich schäme mich. Liegt an der Maus, die verzieht immer. Kopfgeldbücher habe ich noch. Wieso sagt er mir, den Schatz von Captain Briggs zu finden, ist nicht. Ach, wahrscheinlich einfach, weil wir die Kiste noch nicht geöffnet haben. Was ist mit dem Schatz? Ja, ich habe gerade geschaut, aber die. Das Ansehen hat nicht die Belobigung freigeschaltet, den Schatz von Captain Brixie gefunden zu haben. Was machen die Bockbox-Luf? Brösten. Das ist gut. Oder eher roasten. Hörst du das Zirpen der Grillen? Die Grillen haben sie alle selbst erhangen bei dem Witz. Das. Nennen wir es mal großmütig einen Witz. Das war lustig. Saraza könnte dir beibringen, wie man bessere Witze erzählt. Entschuldigung. Pardonnez-moi. Du bist verbrannter als das Essen in unseren Fässern. Nein, das war lustig. Das war lustig. Nein. Doch, das war lustig. Nein. Oh, was war lustig? So, sicherheitshalber. Ist die Kiste irgendwo eingezeichnet? Auf gute Witze zu überlegen. Hey, du. Das war nicht lustig. Die Kiste liegt nicht in der Höhle. Die Kiste liegt. Wir haben die Kiste ja schon. Nein, die nächste Insel. Liegt bei einem beschissenen Ruderboot. Das heißt, wir müssen gleich schauen. Ja, es ist definitiv Long Cove. Aber wir müssen gleich den Strand einfach abgehen, bis wir ein Ruderboot finden, das einfach komisch rumliegt. Ich feuer mich mal zu Sanctuary rüber. Genau, bring da was mit. Bring Schokolade mit! Ja! Und Kraken. Oh, Schokolade wäre jetzt geil. Ich habe leider keine Kinderpinguin mehr. Kinderpinguin wäre jetzt geil. Oh, ich hab Hunger. Du hast immer Hunger. Das stimmt. Es sei denn, du bist müde. Nee, ich kann auch müde sein und Hunger haben. Stimmt, das sind keine gegenseitig exklusiven Umstände. Genau. Nur frisch in die Kanonen, weil das kann doch nicht angehen, dass es so aussieht.
Schwein schreit. Wie kann das Schwein schon wieder schreien? Das Schwein ist heute ein schwarzes Loch. Und nicht nehmen, fressen. Ist fressen, Butter. Luft einziehen, Säge einziehen. Hinten, hinten. Mach, do it. Das passt. Das passt auch. Locker, smocker, no problema. Ah, Meldung, Frohmann. Bist du wieder am anderen Ende der Piggy Karte? Wurde gerade gefüttert, nicht wahr? Das bedeutet... Ja, das ist für ein paar Tiere, töten wir. Heißen, warte auf mich. Ich will mitkommen. Lass mich nicht zurück. Was ist denn das? Eine Obstkiste. Ich hätte jetzt ja eher eine Platte getippt. Danke, Luf. Zu freundlich. Gerne doch. Ich hätte die Obstkiste jetzt eigentlich gerne mit den Obst hier auf der Insel gefüllt, aber... Ah! Ist ein guter Punkt. Ich bringe sie mit. Vor allem haben wir zwei Obstkisten, die wir theoretisch füllen könnten.